Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen hier bei Copy and Taste. Und ja, ich gebe es zu, diese Woche hatten wir eigentlich was ganz anderes vor, haben dann aber spontan umdispositioniert, weil wir in den Kommentaren ständig gelesen haben, habt ihr mitgekriegt, dass es einen Pizza-Burger bei McDonald's gibt? Nein, haben wir nicht. Aber dann hat ihn der Olli tatsächlich probiert. Und was sollen wir sagen? Ja, war nicht so pralle. Also sagte Olli zumindest. Von daher machen wir den heute einfach selber und zeigen euch mal, wie ein Pizza-Burger auszusehen hat. Und was braucht eine Pizza natürlich? Richtig, eine Pizzasoße. Mit der fangen wir jetzt an, denn die ist flux 2-3 ganz easy selber gemacht. Natürlich, wie könnte es anders sein bei Copy and Taste? Im Wok. So, für die Pizzasoße brauchen wir in erster Linie erstmal Schalöttchen. Und die schneiden wir uns jetzt wirklich einfach sehr fein in sehr feine Würfelchen. Ich habe ja zum Glück eine Tetanusimpfung. Da traue ich mich auch an die wirklich arschscharfen Lieblingsmesser von dem Hauskoch hier ran. Aber ganz ehrlich, also ich weiß, er steht auf diese vietnamesischen Messer. Aber Flo, der heißt lustigerweise auch Flo tatsächlich. Warum? Ich finde die gar nicht mal so geil, muss ich ehrlich sagen. Oh Gott. Allein die Form. Aber ich dachte mir, nee, wenn der die benutzt, hat es bestimmt einen Grund. Und die sind vor allem auch echt richtig scharf. Huha. Aber von der Form her, ich weiß nicht, vielleicht benutze ich die einfach falsch. Fühle ich mich heute wie ein Profikoch. Nur langsamer. Oh Gott, sind die... Alter. Sind die biestig? Alter, sind die biestig. No shit. Was ist mit denen los? Hatten die einen schlechten Tag? So, die auf jeden Fall rein in den Wok. So. Vorteil ist, wir brauchen nachher tatsächlich noch eine Schalotte. Da kann ich mich direkt rächen. So. Jetzt nur ein Spritzelchen Öl mit dran. Und angebraten die ganzen Dinger. Oh Gott, Olli, Kamera, Pause. Ich bin blind. So, kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle. Falls ihr eine etwas andere Variante oder einfach eine etwas aufwendigere Variante von einer Pizzasoße sehen wollt, kein Problem, dann gebt euch einfach unser Pizza-Spezial-Video. Da haben wir das nämlich lang und breit erklärt. Verlinke ich euch natürlich da oben in der Ecke. So, während die Zwiebeln hier vor sich hin braten, schnappen wir uns auf jeden Fall ein bisschen von dem Basilikum. Den müssen wir nämlich vorbereiten, dass der schon mal ganz klein gehackt ist nach Möglichkeit. Jo, dann nehmen wir uns einfach, weißt du was? Ja! Okay. So, nachdem wir den Basilikum nun fein säuberlich fein gehackt haben, geben wir erstmal passierte Tomaten dazu. In diesem Falle, Olli, könnte man auch sagen, wir gönnen uns mal eine Runde, nicht? Lecker, lecker! Nee, Spaß, sind wirklich nur passierte Tomaten. In diesem Fall aber Kirschtomaten, weil wir wollen es ein bisschen süßer haben. So. Rein mit dir, du Sau! So, wunderbar. So, das Ganze jetzt einkochen lassen. Ganz entspannte Geschichte. So richtig schön andicken lassen. Wenn ihr merkt, oh ja, das wird ein bisschen doll dick, kein Problem. Man kann jederzeit etwas von den passierten Tomaten dazu geben. Ja, jetzt warten wir einfach, dass das ein bisschen reduziert, dass das ein bisschen einkocht. Und in der Zeit haben wir den Basilikum schon vorbereitet. Wir hauen den Basil, den Basilikum, mal mit an die Soße. So, hinauf. Auf mit dir. Auf das große Messer. So. Rühren den dann noch mit ein. Dazu geben wir jetzt noch in die Soße, ne, typisch italienisch, einfach etwas getrockneten Oregano. So, die kocht ja nur noch ein, die ist nicht mehr so heiß, das heißt, es verbrennt uns auch nicht. Es kommt dazu ein Gewürz, was ich besonders selten benutze, mit dem man auch sparsam umgehen muss. Es nennt sich Räucherpaprika. Total abgefahren. So. Dann auf jeden Fall eine Knoblauchzehe einfach ran, weil... Das ist ein uraltes Gesetz, das besagt, Knoblauch geht immer. Weißt du eigentlich, wie man Knoblauch am besten klein kriegt? Immer ruhig und gediegen arbeiten ist das absolut Wichtigste, auch bei Knoblauch. Und erst wenn er die gewünschte Größe hat, ist man tatsächlich fertig
und kann den dann einfach mit in die Soße geben. Schön. Küchenarbeit hat so was Entspannendes. Ich hab ein bisschen viel Knoblauch für ein bisschen Soße. Wie viel Knoblauch, Olli? Versteh nicht. Wo bist denn du jetzt auf einmal gelandet? In welcher Show? Ja, ich gebe zu, das ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht geben wir noch einen Schuss von der Soße einfach hinterher. So, geh weg. Das ist echt ein bisschen bescheuerte Verpackung. Und jetzt, wo wir alles Mögliche dran haben, natürlich noch ein bisschen Salz. Ja, jetzt warten wir einfach, dass das ein bisschen reduziert, dass das ein bisschen einkocht. Und in der Zeit machen wir uns das jetzt erstmal klein. Da wir allerdings wissen wollen, wo unser Fleisch herkommt, haben wir uns heute entschieden, wir nehmen einfach mal zwei ganze Stücken und behalten uns ein bisschen was von der Fleischstruktur und haben hier zwei wunderschöne dry-aged Roast-Beef-Scheiben, Stücken, Schlawenzmänner. Und das dauert jetzt einfach ein bisschen. Wenn ihr einen Fleischwolf habt, zufällig, ich meine gut, ganz ehrlich, wer hat den schon, dann könnt ihr das natürlich auch mit einem Fleischwolf machen. Aber, ganz ehrlich, wir wollen uns ganz bewusst an dieser Stelle, wenn wir das Thema Pizza und das Thema Burger sowieso schon ad absurdum führen, wollen wir uns den so ein bisschen einfach erhalten, also diese typische Fleischstruktur. Deswegen machen wir das tatsächlich, ja, einfach nur grob zerhacken. Das wird gut, vertraut mir mal. Das sieht am Ende, ist es fantastisch und es schmeckt einfach unfassbar gut. Was ihr dafür braucht, ist auf jeden Fall wirklich scharfes Werkzeug. Ich glaube übrigens, dass das die Stellen sind, wo jeder Profikoch stolz auf mich wäre. So, und sollte euer Fleisch aussehen wie ein Mix aus, ich sag mal, gutem Tartar und einem Verkehrsunfall, dann seid ihr im Prinzip fertig. Daraus könnt ihr euch jetzt richtig schön feste Burger Patties formen, beziehungsweise in meinem Fall ein Burger Patty. Und dann ja, bereiten wir das noch vor, die Soße ist fertig, dann belegen wir unseren Burger und jetzt beginnt die Timing-Frage, denn wir wollen unseren Burger natürlich einmal wie einen Burger formen, ganz klar. Das heißt, Brot, Patty, Käse, Soße. Dann machen wir es aber nicht wie die Stümper bei McDoof. Nee, wir nehmen dann nämlich nochmal den Deckel vom Burger und backen uns da oben drauf eine Pizza, beziehungsweise belegen uns den so. Und das heißt, wir müssen an dieser Stelle erstmal das Burgerbun vernünftig zurechtschneiden. Und in diesem Falle, und deswegen habe ich es am Anfang extra angekündigt, haben wir uns, naja, ich sag mal, gegen ein klassisches Burger-Bun entschieden, denn wir hatten es sehr eilig und ich habe gestern noch meinen Kumpel Kurt angerufen, das ist lustigerweise mein Lieblingstürke bei mir zu Hause, und habe gesagt, Digga, kannst du uns ein Mini-Fladenbrot backen, damit wir das als Burgerbrötchen benutzen können? Und er sagte, klar, kein Problem, das kam dabei raus. Das versteht also Kurt unter Mini-Burger. Das schneiden wir uns jetzt erstmal in, ja, wie beim Big Mac im Prinzip, ja, in so drei Stücken. Das ist das mit Abstand beste Messer der Welt. Ich hole mir mal ein anderes Messer. So, ich versuch's jetzt mal mit dem. Der ist doch schon besser. Das sind jetzt quasi normale Burgerhälften. Das Problem ist, da wir oben eine Pizzahälfte haben wollen, müssen wir das noch irgendwie skalpieren. Da bin ich jetzt gespannt drauf, ob wir das hinkriegen. Wir haben das jetzt mal ausprobiert und wir haben entschieden, ihr nehmt einfach zwei untere Hälften. Na, der Vorteil ist A, die passen besser aufeinander. B, die haben schon so eine Art Kruste, also die kamen uns irgendwie so ein bisschen pitziger vor, muss man tatsächlich sagen. Und vor allem lässt es sich einfach leichter schneiden. Mit dem Rest könnt ihr belegen oder zum Brunch reichen oder zum Grillen oder zu einem guten Dip oder wann auch immer und was auch immer ihr damit machen wollt. Auf jeden Fall lasst euch gesagt haben, zwei untere Hälften, das ist einfacher. Von denen drehen wir jetzt tatsächlich eine um und beschmieren uns die in erster Linie erstmal mit der leckeren vorbereiteten und richtig schön eingekochten Pizzasoße. Bei der könnt ihr vor allem darauf achten, dass die wirklich eingekocht ist. Also die muss schon so richtig streichfähig sein. Falls ihr euch jetzt denkt, oh, der Knoblauch ist aber grob. Nee, das war jetzt lange genug. Der ist richtig weich geworden. Also ihr kaut nachher nicht mehr auf irgendwelchen harten Stücken rum. Keine Sorge.
Und es darf eben nicht mehr so flüssig sein, sonst lapscht euch das sofort durchs Brot. Und das wollt ihr dann tatsächlich doch nicht haben. So, wir haben uns entschieden, zu dem Pizzaburger nehmen wir auf jeden Fall richtig leckeren Büffelmozzarella und eine richtig leckere Salami. Und jetzt mache ich endlich mal was in der Show, was ich schon immer mal machen wollte. Kriegt man nämlich besonders dünne Salamistreifen wirklich mit einem Schäler hin? Ich habe die jetzt schon mal quasi gepellt. Das ist eine luftgetrocknete italienische Salami. Und naja, geht. Wir schneiden sie einfach mit einem scharfen Messer ganz, ganz dünn. Aber die Sachen, die wir schon mal abgepellt haben, die können wir nachher auch benutzen. Was soll's. Oder wegsnacken. Wird auch gut. Mhm. Lecker. Auf jeden Fall. So, dann müsst ihr leider wirklich chirurgisch präzise versuchen, das in so richtig schön dünne Scheibchen, das ist keine, die muss leider weg. Das tut mir sehr leid. Und so richtig dünne Scheibchen zu schneiden einfach. Wie nur eine Pizza Salami halt sein muss. So. Damit belegen wir jetzt ebenfalls unsere Pizza. Nicht zu viel, also bei unserer Salami zumindest nicht. Denn sonst wird es ein bisschen salzig vielleicht. Kommt noch Mozzarella dazu. Und den, ganz wichtig, wie gesagt, es ist immer wichtig, dass der Teig nicht durchsuppt. Ja, und dass es schön gebacken wird. Deshalb Mozzarella immer zupfen und vorher auswringen. Ja, wirklich, wie ein Schwamm. Guckt euch mal an, was da an Flüssigkeit drin ist. Und es ist auch total egal, dass der wirklich so rummatscht und dann aussieht wie Sau. Aber ihr wollt auf jeden Fall für eure Pizza vorher die überschüssige Flüssigkeit raus haben. Und dann könnt ihr anfangen, den Mozzarella zu zupfen und schön eure Pizza damit zu belegen. Nom, 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 nom. So, und das, genau, das wird jetzt richtig schön gebacken. Boah, Alter, wie gut die aussieht! Holy f***! So. So, und beim Fleisch gilt, wer sich die Pfoten nicht schmutzig machen will oder schmutzige Pfoten hat, der zieht sich einfach Handschuhe an. Andernfalls nehmt euch das jetzt einfach, verknetet das wirklich fest, denn wie gesagt, hier, das muss ordentlich zusammenhalten. Wir machen so quasi eine Art Smashed Burger, nur anders. Wir verprügeln den quasi vorher schon. Drücken den so richtig schön an. Und wenn ihr meint, ja, der ist jetzt auch von der Konsistenz, so diese berühmte Klebrigkeit, wenn euch das passt, dann legt ihr das Patty auf und fangt an zu braten. So, die Kuhle in der Mitte, dass er uns nicht so hoch geht, auch die wieder bedenken und dann einfach auflegen. Während das Fleisch also anbrät, könnt ihr auf jeden Fall von einer Seite schon mal mit Salz würzen. Mit Pfeffer noch nicht, weil wenn ihr dann umdreht, verbrennt euch der. Deshalb hier erstmal nur Salz drauf. Und in der Zwischenzeit einfach warten, bis das gar zieht. So, das Fleisch zwischendurch natürlich mal wenden. So. Und jetzt an der Stelle gönnen wir uns einfach schon mal und nehmen statt dem Mozzarella, der ja auf der Pizza ist, so einen richtig schönen burgertypischen Cheddar und geben den schön mit auf den Burger drauf. Das wird absolut fantastisch. Falls ihr euch übrigens denkt, ah, mein Gott, der Käse, der schmilzt immer gar nicht richtig, das ist überhaupt kein Problem. Dann nehmt ihr euch beispielsweise einen Topfdeckel oder eine Pfanne, die ihr drüber packen könnt oder in meinem Fall einfach, weil es so gut passt und weil er hier gerade in der Nähe steht, tatsächlich einfach einen Topf, stülpt den da drüber und die ganze Hitze, die da bleibt, sorgt erstmal dafür, dass der Käse schmilzt. Während also unser Burger hier ordentlich gar zieht, holen wir auf jeden Fall unsere Oberhälfte schon mal raus. Alter Olli, ich könnte das als Pizza jetzt essen. Instant. Das ist auch ein geiler Tipp, wenn du mal keinen Pizzateig zu Hause hast, koch hier Flammenbrot. Wie gut das einfach ist. So, wir nehmen den Topf runter. Eieiei, der hat ordentlich Temperatur gekriegt. Heiß. Alles klar. So, schauen uns das Ganze mal an. Ja, könnte noch ein bisschen weicher sein, aber das passt. Für so eine Grillplatte ist das in Ordnung. So, und den legen wir uns gleich auf die andere Hälfte, die wir uns vorbereitet haben. Da tun wir auch nichts weiter drauf als nochmal einen Schwenk von der Pizzasoße. So. Mm. Ey, das wird der geilste Pizzaburger ever, Alter. Ich schwör's euch. So. Und hier einmal drunter gegriffen.
Hält perfekt zusammen. Wir lassen es noch so ein bisschen ruhen, ne? Aber wir können es schon mal draufpacken, das ist überhaupt kein Problem. Ein Vorteil bei dem Fladenbrot, das nimmt auch ordentlich was davon auf. Es schmeckt dann einfach nur noch geiler. Warten jetzt mal kurz ab und, oh Gott, Leute, ey, ich schwöre euch. Ich gebe jetzt einfach mal noch ein bisschen Pfeffer mit dazu. Einfach, weil ich so das Gefühl habe, der fehlt. Obwohl die Salami da schon vieles richtig macht. Also ihr müsst das gar nicht großartig nachwürzen. Das war jetzt nur für mich so als Feeling. Und jetzt, Olli, ist es im Prinzip soweit. Oh! Geil, Alter. Oh my fucking God. Verheirate er. Alter, ohne Scheiß. Also, Wagner, McDonald's und Co. Was ihr da versucht, ist der stümperhafte Nachbau eines Burgers, der nach Pizza schmeckt. Das hier, Freunde, das hier ist ein Pizza-Burger. Oh, bist du auch so geil aufs Kosten wie ich? Heilige Scheiße. Alter, es funktioniert so gut, Olli. Oh Gott. Oh Gott, wie gut es funktioniert. Ich gehe total am Stock, es ist geil geworden. Alter, ich gehe kaputt. Oh, ey. Kennst du das beim A-Team? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So fühle ich mich gerade. Oh, ja. Olli, kommst du jetzt bitte einfach rüber zum Kosten? La, 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 la. Der einzig wahre Pizza-Burger. Gib ihm. Das hat so gut funktioniert. Wow. Und ganz ehrlich, du musst das Fleischpatty so machen, damit du keine einheitliche breiige Masse hast. Dann hast du diese Fleischstücken dazu. Oh, was ich nicht gedacht hätte, das Fladenbrot funktioniert perfekt dafür. Ja. Wie knusprig das oben ist. Alter! Okay, Freunde. Wir sauen hier noch weiter rum. Euch noch einen traumhaften Tag. Schaut euch noch ein paar Videos an, ist da oben verlinkt. Schaut in die Videobeschreibung. Hört euch unseren Podcast an. Und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Und vor allem macht's nach und haut rein. Das tue ich jetzt. Alter!